So, das haben wir wieder. Haha, jetzt kommt die Bade-Level. Die ist witzig. So, hier ist wieder so eine Fragezeichenbox. Was haben wir bisher gehabt? Auto und Flugzeug. Was kommt da raus? Eine Badewanne. Wirklich schön. So, und die kann fliegen. Das Blöde an der Level ist jetzt hier, mir wird jetzt wieder hier Druck gemacht, wie man sieht von links, ja. Oh, das war's. Jetzt sieht man es mal. Jetzt hat es mich zerquetscht. Das hätte es jetzt nicht gebraucht. Na egal. Ein Sternchen. So, wenn wir noch ein paar Kirschen ein. Da hat es uns zerquetscht, ne? Das ist schwierig, da durchzukommen. Oh, da sind ein Haufen Punkte. Kommt die Münze noch? Oh, eine Krone, eine Krone, eine Krone. 100.000 Punkte, leck mich am Arsch. Das ist ja... Oh, da ist noch was. Was sind das? Hot Dogs. Ananas. Oder hat das Kuchen? Irgendwas kann ich nicht erkennen. Und hier ist schon das Exit. Jawohl. Mit so einem Ding kann man sich absolut frei bewegen, ist sehr praktisch. Schauen wir mal, dass man hier nichts übersenkt. So, bin wieder drauf geflogen. Diese Kartenvögel da wieder im Weg. Kaputt. So, Bonbons. Mist. Hier, das sieht man kaum. Hier ist eine Bonus-Level. Hier gibt es ein paar Telefone. Bringt jeweils 3000 Punkte. Wichtig ist, dass man in die Bonus-Level mit der Badewanne reinfährt. Dass man die nicht vorher irgendwie auslässt, sonst hat man sie nicht mehr. Das wäre sehr schade. Jetzt, wenn ich hier rausgehe, müsste ich sie eigentlich wieder haben. Jawohl. Und diese Regenbogen da, diese kleinen auch. So. Bei Krusty Männer. So, hier gibt es wieder ordentlich was einzusammeln, wie man sieht. Hierzu muss ich aber die Badewanne kurz stehen lassen. Ordentlich Anlauf nehmen hier. Und durch die Seifen da durchrennen. Und tschupp, genau. Da war eine Krone mit dabei. Fahren wir mal hier weiter, schauen wir mal, was hier noch alles kommt. Dusch. So, hier in die Badewanne müssen wir rein. Aber bevor wir das machen, hier ist noch einiges zu holen. Da, diese Blumenvasen, da bringen da 10.000 Punkte. Unglaublich, der. Und hinein in die Badewanne, mit der kleinen in die große. Hier können wir jetzt erstmal wieder schwimmen. Hier sind wir auch wieder ein paar sehr interessante Gegner, so komische Walrösser oder was das sind. Oh.
Arschloch erwischt. Macht nix. Ah, da unten wäre so eine Glocke, aber wer weiß, wie man zu der jetzt hinkommt. Wenn ich schon da herum bin, bleibe ich auch da. So. Ein paar Erdbeeren noch mitnehmen. So. Noch ein Pinguin. Ein paar Äpfel, unglaublich, was da unter Wasser alles umeinander flackt. So, hier oben haben wir noch ein goldenes Kreuz, das nehmen wir schon noch mit. So, und Exit. Ei. Hat's mich schon wieder erwischt. Hier sind U-Boote, ne? Gelbe U-Boote. Hehe. Und hier ist der Pfeil, hier geht's rein. Ha, sagt man auch schwierig. Hier gibt es auch wieder ein paar Pinguine einzusammeln. So, hier ist noch einer. Hier, das ist auch selten. Eigentlich gibt es so ein Gebiss nur, wenn man Gegner fertig macht. Ich glaube, das ist die einzige Stelle im ganzen Spiel, wo so ein Gebiss ohne Gegner einfach so da liegt. So, hier ist noch ein Pinguin. Eine Münze. Noch ein Pinguin. Ich glaube, das war der letzte. Da oben liegt eine Münze, die holen wir uns auch noch. Das Walross, da machen wir noch kaputt. Und hier, ne, das war doch nicht der letzte Pinguin, aber egal. Hier. Und jetzt sind wir wieder draußen aus der Badewanne. Hier muss man Obacht geben. Diese Seifen, die da hoch und runter gehen, die zerquetschen einen, wenn sie einem auf den Kopf drauf drücken. Dann. So. Ja, jetzt falle ich in die Stacheln. Macht nichts, hier ist schon wieder ein Sternchen. Und ich verliere es gleich wieder, wunderbar. Macht nichts, jetzt noch eins. Ist mir ja mal als Transportbox. Die Seifen, und wo ist die? Die ist verschwunden. Was sollte das denn? Ja. Das war aber knapp, du. So. Hier wimmelt's von Krusty-Männern. Nochmal eine Seifentransportform, Plattform, oder wie man auch die immer nennen will. Ah, was war denn das jetzt? Die haut ja ab. Da oben wäre bestimmt irgendwas, oder? Schauen wir mal. Ja, hier ist sie nochmal. Irgendwas muss da oben sein. Ja, 50.000 Punkte. Die lassen wir uns nicht entgehen. Und hier ist das Exit. Jawohl. Oh, die Level drückt wieder nach. Und hopp. Diese blöden Kartenvögel. Hab mich wieder erwischt.
Mistviech. Ah, gerade noch erwischt. Ja, und gleich wieder verloren. Super, ganz toll. Blöder Vogel. Hier da, das Teil da unten ist ein Unverwundbarkeits... Ja, eine Rüstung oder wie man es auch nennen will. Da. Jetzt sieht man so kleine Sterndeln um den Robocode rum. Unverwundbar. Ja, ich kann es mal zeigen. Hier. Ich kann in die Stacheln reinfallen, ohne dass mir was passiert. Und hier ist Ende. Und die Level ist schon zu Ende. Das ging aber schnell. So, die nächste ist die Spiele-Level. Und die machen wir im nächsten Video.